Attila Hildmann, Interview RTL von stpatriot.de. Ach du Scheiße. Das ist schmackhaft, Roman, okay. YouTube-Kanal ist auch ein sehr guter. stpatriot.de ist wahrscheinlich ein strammer Demokrat, sehr strammer Demokrat. Wir haben vor 100 Jahren sogar mal zusammengedreht. Bei was denn? Der Stream wird überwacht und es wird gelöscht. Die wichtigen Sachen kommen nicht durch. Ich weiß, von was ich rede, da ich am Leben teilhabe und mir selbst verschiedene Perspektiven ansehe. Nur was jetzt hier in Bayern, Augsburg gerade der Fall ist, kann ich sicher sagen, wir verarscht. Also das ist ja alleine schon, der Chat ist ja sehr sehenswert. Alleine nur dieser Chat lohnt ja schon inhaltlich. Schwanger mit Eva Pattberg, so eine Koch. Ja. Hans Privat, kleine Schritte, aber wir kommen weiter, ist übrigens. Hans Privat ist übrigens, mit den kleinen Schritten meint er, dass er sich jetzt gerade seine Hose schon ausgezogen hat. Ja, jetzt ist nur noch die lange Unterhose und der Feinripp-Schlüppi im Weg. Und dann ist Hans ganz privat. Hans hat übrigens noch einen zweiten Account, Hans offiziell. Und da ist er aber nur offiziell unterwegs. Die FDP hat hier einen Vorschlag heute gemacht. Worum geht's heute? Was ist der Wunsch? Was soll dabei rauskommen? Friedliche Menschen demonstrieren heute gegen diese Pandemie, dass innerhalb von 6 Monaten Deutschland hier wirtschaftlich abgeschlachtet wurde vom Merkel-Regime. Wie sie nickt. Habt ihr gesehen, wie sie... Das ist übrigens immer eine sehr, sehr gute Strategie, wenn du deinem Gesprächspartner, von dem du absolut überzeugt bist, dass er geistig nicht ganz auf der Höhe ist, bisschen langsamer, indem du ihn einfach am Anfang ein bisschen zunicken, ne? Sich schön reinsteigern lassen. Der digitale Chronist nickt auch immer so. Ja, aber der ist halt einfach echt behindert. Also der digitale Chronist, da möchte ich kein negatives Wort haben. Der Mann ist einfach behindert, den sollte man in Ruhe lassen. Ja, da muss man einfach ein bisschen Mitleid haben. Wenn ihr den digitalen Chronisten irgendwo seht, dann geht zu ihm und umarmt ihn oder so. Der Mann braucht, glaube ich, einfach mal eine Umarmung. Menschenrechte eingeschränkt wurden, wir nicht mehr in einem freien Land leben. Und einer der Hauptbeteiligten und Hauptpropagandisten ist der Chef Virologe Drosnocchio. Attila Hildmann mit einem Banger nach dem anderen. Der seit Tag 1 hier mitgemacht hat. Richtig. Bei diesen großen Verbrechen gegen die Menschheit. Und richtig, der immer wieder beteuert, dass er wirtschaftlich keine Interessen hat bei der Pandemie. Aber das ist eine dreiste Lüge, denn er hat die Patente auf diese PCR-Tests. Richtig. Das heißt, bei jedem Test, der über die Ladentheke geht und bei jedem Test... Wie alle nicken, oder? Verdient natürlich Drosten mit und Drosten muss... Das stimmt übrigens nicht, ne? Nur um das nochmal klarzustellen, das stimmt natürlich nicht. Muss sehen, dass das deutsche Volk natürlich mittlerweile die Täter dieser Pandemie kennt. Und deswegen sind heute die Patrioten hier auf der Straße und demonstrieren für die Freiheit und den Frieden. Ihr sagt immer die Freiheit und den Frieden. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen in Deutschland sich tatsächlich auch glauben, was Drosten sagt. Und auch... glauben, dass es eine wirkliche Pandemie gibt. Also es gibt ja Tote, es gibt Zahlen. Also wie groß muss diese Lüge sein, dass sie wirklich... Also es ist ja Er grinst schon, weil er sie jetzt gleich von hinten nimmt. So, er denkt sich so, auf diese Frage habe ich gewartet und ich habe mich vorbereitet. Ich habe hier mehrere PowerPoint-Präsentationen zu genau dieser Frage bereits in der Rückhand. Ausgedruckte PDF-Dateien sind dabei. Jetzt werden sie gleich inhaltlich vernichtet. Frau Mainstream Lügenpresse. Wahnwitzig, was sich da jemand ausgedacht haben muss. Das ist nicht der Wahnsinn, den sich jemand ausgesucht hat, sondern es sind Wahnsinnige, die hinter dieser Pandemie stecken. Die meisterhaft scharfe Rhetorik. Die ja international orchestriert wird, denn es geht hier vor allem darum, ein neues Finanzsystem zu etablieren mit einer Kryptowährung. Ich finde, die einzige Frage, die man Attila Hildmann stellen muss, ist: Attila, Herr Hildmann. Mein Reichskaiser. Was wollen die eigentlich?
Was ist deren Ziel? Ja, das ist sehr einfach formuliert. Es geht um die Etablierung eines neuen Wirtschaftssystems mit einer Kryptowährung sowie um die weltweite Sterilisierung durch 5G-Wellen und Implementierung von Microchips zur Kontrolle der Menschen, die dann auch mit einer Todesimpfung DNA-technisch so verändert werden, dass ein Genozid dazu führt, dass Bill Gates und der Rest der Finanzjuden, nenne ich sie mal, leichter auch an die Kinder rankommen, die ohnehin schon unterirdisch angezapft worden sind. Richtig, Attila, richtig. Und die Menschen global zu versklaven. Und es geht um einen Völkermord an 7 Milliarden Menschen über eine genverändernde Giftspritze. Richtig. Und da ist sie, die genverändernde Giftspritze. Drosten ist einer der Vorreiter in Deutschland, der weiß ganz genau darüber Bescheid. Es ist ganz wichtig, dass die Deutschen verstehen, dass wenn Krankenhäuser mittlerweile leer stehen und Insolvenz anmelden müssen. Mehrere Krankenhäuser haben jetzt auch schon Insolvenz angemeldet, ne? Weil sie einfach keine Kunden mehr haben. Die Leute sind durch Covid einfach zu gesund. Da wird keiner mehr krank, die haben alle Insolvenz angemeldet. Fast alle sogar, die meisten. Und wenn Bestatter Kurzarbeit anmelden für ihre Mitarbeiter, dass wir ganz sicher bei einer Infektionsrate von... Bestatter haben Kurzarbeit angemeldet, weil keine Leute mehr sterben. Sieht man ja auch ganz klar an den Zahlen. Also es sind halt einfach, da muss man doch einfach auch nur mal eins und eins zusammenzählen, oder nicht? Charité hat schon zu, Herzklinik ist auch dicht. Unter 0,01% nicht in einer Pandemie sind, sondern in einer geplanten Attacke. Matthias Helbig, Sex mit Maske ist so, als würde man dem Motor am Auto den Auspuff zustopfen. Matthias, die Metapher verstehe ich jetzt nicht. Um ehrlich zu sein. Gegen unsere freie Welt, um einen Totalüberwachungskommunismus hier zu etablieren. Und dagegen stehen Demokraten und freie Menschen heute auf. Okay, heute in einem Jahr, wo steht ihr dann oder wo steht Deutschland dann? Unser Kampf ist komplett friedlich. Es geht um Aufklärung. Die Menschen müssen wissen, dass sie von vorne bis hinten belogen werden, auch natürlich vom RTL. Sehr gut, Attila. Von morgens bis abends leider, denn das... War guter Nachtrag auch. Das Ganze zeitlich zu begrenzen, ist auch nochmal sehr wichtig. ...sind der Konzernmedien und die Konzernchefs dieser Medienkonzerne sind auch die größten Verbrecher. Werden wir natürlich so nie senden, wenn du das so sagst. Aber ne? Wir haben es also, ja hier auf Tape. Ja. Ihr seid ja Teil dieses Verbrechens, weil ihr die Menschen von morgens bis abends belügt. Wer gehört belügt zu dir? Er ist ein unabhängiger Journalist. Und wer Schöne gehört Grüße. Jetzt zu dir? Ja, ich sende hier für sergeantpatriot.de. Da sende ich. Bin Hybrid-Journalist. Ja, wer gehört denn zu dir? Würde ich gerne mal wissen, gehört ihr zu dir? Stefan Bauer. Wo ist denn der andere Spritti, der das Ganze sonst immer moderiert? Der rein. Thorsten, du bist auf Sendung. Ja, Prost, meine Kameraden. Nee. Warum trägt er eine Maske? Warum trägst du eine Maske? Gibt doch gar keinen Grund. Meinst du dieser... Richtig, warum trägst du? Warum? Wie beantwortet man Fragen? Richtig. Mit einer Gegenfrage. Entweder mit einer Relativierung oder mit einer Gegenfrage. Im besten Fall mit beiden. Stofflappen hält dein Virus auf. Ich schütze euch damit, falls ich es habe. Du brauchst mich nicht schützen mit einer Sklavenmaske von Merkel. Brauchst du nicht. Angela Merkel hat... Wissen die meisten gar nicht, aber die Atemschutzmaske in dieser Ausführung, die RTL-Reporterin dort trägt, die hat Angela Merkel damals in der
in der SED erfunden und auf den Markt gebracht. Und die Politiker. Und weißt du, aber warum ist es deine freie Entscheidung? Ich sag dir eine Sache, du hattest doch schon mal Sex, oder nicht? Ich möchte darüber nicht diskutieren. Okay, ich glaube, dass du schon mal Sex hattest und du würdest auch kein Kondom benutzen, wo auf der Packung steht, dass es nicht vor einer Fruchtbarkeit schützt. Und auf der Packung dieser Masken steht, dass es nicht vor einem gefährlichen Virus schützt. Warum tragt ihr dann diese Sklavenmaske? Da könnte ich dir jetzt viele Dinge zu sagen, aber ich meine, sag's mir doch. Wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Nee, ist es nicht. Finde ich schon. Nee, ist es nicht. Es ist bewiesen, das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut, dass bestimmte Partikel zurückgehalten werden. Natürlich geht es nicht um die Aerosole. Die haben keine Chance, die gehen auch da durch. Nicht, einfach die Fremdwörter, die junge Troller da benutzt, die werden einfach mit dem Kopf weggeschüttelt. Was? Aerosole? Aerosole? Ich hab dich gefragt, ob du schon mal gefickt hast. Jetzt hör doch mal auf mit diesen ganzen Fremdwörtern hier. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Eine Lüge, du Dummerchen. Also jetzt mal wirklich, ich fick dich gleich hier vor Ort, wenn du so weiter stotterst, du kleines Mäuschen. Sogar die WHO hat gesagt, richtig, dass diese Masken nicht vor einem gefährlichen Virus schützen. Und es steht auf der scheiß Verpackung dieser Sklavenmasken, dass sie nicht vor einer Viruspandemie schützen. Warum? Richtig. Masken schützen nicht vor einer Viruspandemie. Wer hätte das ahnen können? Warum tragt ihr dann die Maske? Als politisches Mittel, weil man hier Kommunismus... Schreibe die Gedanken sinnfrei. Der Erwin Huber stimmt an, Bruder. Zum stramm demokratischen Aufruf. ...einführen möchte und weil man die Menschen gleich... Thomas Kriebauer. Attila ist schon richtig. Ausrufezeichen. Fehlendes Leerzeichen. Wer soll da noch ruhig bleiben bei solch dämlichen Fragen? Und der Ampelmann vor in weißem Hemd ist ein V-Mann. Es war so offensichtlich. Das ist... Thomas. Thomas Kriebauer, Bruder. Vielleicht keine gute Idee, hier mit dem Klarnamen reinzuknattern. Ei. Schalten möchte, sie sollen alle quasi nicht mehr sichtbar sein. Diese Maske ist eine Foltermethode, die in Guantanamo benutzt wird. Richtig. In Guantanamo tragen die Menschen, die Insassen, genau diese Masken. Es ist eine Foltermethode, was hier gerade in Deutschland passiert. Man foltert unsere Kinder mit diesen Sklavenmasken, die bei Hochtemperaturen im Sommer... Mein IQ liegt bei 113 und ich bin Maskenverweigerer von Harald Heller. No, also ich habe letzte Woche meinen IQ nochmal ordentlich nochmal nachgemessen, einfach nur um sicher zu gehen. Da habe ich eingegeben bei Google, habe ich gegeben IQ-Test, habe ich draufgeklickt, da stand dann irgendwas von Altersgruppe, ich habe dann einfach gesagt weiter und dann habe ich noch 3-4 Versuche, habe ich dann die 113 angezeigt bekommen. Da kann man schon... 8 Stunden lang diese Masken tragen müssen. Wir hatten vor 2 Tagen das erste Mädchen mit 13 Jahren, die gestorben ist, weil sie umgekippt ist, wegen Atemnot. Richtig. Es ist eine Foltermethode, es ist eine Versklavung der gesamten Menschheit. Und das Einzige, was hier hilft, ist Aufklärung und Totalverweigerung, weil wir wollen keinen Corona-Kommunismus in Deutschland. Wir sind freie Nein. Deutsche und wir wollen unsere Freiheit zurück. Richtig! Wo sind Sie denn derzeit in Ihrer Freiheit eingeschränkt, Herr Hildmann? Hör auf jetzt mit so sinnigen Fragen, du Arschloch! Was kommt denn nach Corona? Nach Corona? Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Wird eine neue Weltordnung damit etabliert, global? Das ist das, was Sie hier vorhaben. Richtig! Neben all den anderen Dingen, die ich eben schon angesprochen habe. Stichwort Zwangssterilisation. Stichwort Giftspritze. Stichwort Genozid. Stichwort, ich hab dich gefragt, ob du schon mal gefickt hast. Sie wollen komplett die Menschheit versklaven über alle Länder hinaus. Sie führen gerade Krieg. Sie positionieren ihre NATO-Truppen. Heller spendet 3,33 €. Mein IQ entspricht meiner Spende. An die russische Grenze und vor die Türkei. Es wird Krieg geben und entweder wird es Frieden geben. Ingeborg Kühn. Silvia Walch, ich habe heute gelesen, dass die Migranten die Feuerwehr, die löschen wollten, massiv mit Flaschen und so weiter beworfen haben. Ich stelle mir daher die Frage, wer hat das Camp angezündet? Gute Frage, Ingeborg. In einem Jahr, wenn die Menschen aufgewacht sind und mutig geworden sind,
dass sie sich nämlich nicht mehr diese Scheiße hier bieten lassen, dass wir wirtschaftlich abgeschlachtet werden und entrechtet werden von dem Merkel-Regime. Oder es wird die totale Verwüstung geben, es werden 500 Millionen Menschen überleben und 7 Milliarden Menschen werden durch genverändernde Spritzen, nämlich das sind diese Impfungen, genverändernde Impfstoffe, werden sterben. Das ist die Wahrheit. Wir wären alle schon viel früher gestorben, hätte man gegen die Masern nicht einen Impfstoff erfunden. Dann hätte es eine große Masernepidemie gegeben. Da gibt es jetzt eine Impfpflicht. Also wir leben tatsächlich, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind jetzt so viele Menschen auf dem Planeten, weil wir es geschafft haben, Pandemien zu verhindern, weil wir Impfstoffe haben und uns schützen können einfach. Und das ist die große Lüge, dass wir, und das sagen ja unsere geschmierten von Rothschild bezahlten Politiker die ganze Zeit, die Pandemie ist jetzt quasi nicht da, weil sie ja so schnell reagiert haben. Das ist eine dreiste Lüge wie alles andere, denn sie haben die... Wie alles andere. Endlich sagt mal jemand, es ist alles eine Lüge, außer das, was ich sage. Das ist die Wahrheit. Und das, was du mir gerade erzählst, ist eine Lüge, die die dummen Rothschild-Juden in die Welt gehauen haben, damit mein Freund Nikolai nicht mehr sagen darf, was eigentlich wirklich damals passiert ist. Und jetzt beantworte mir endlich, ob du schon mal geladen hast. Maskenpflicht erst eingeführt, da war die Pandemiewelle hier unten. Sie haben in den ersten Wochen überhaupt nicht reagiert. Da haben sie gesagt, wir brauchen keine Maske, weil sie keine Masken hatten. Dann haben sie Masken gehabt und eingekauft. Dann sollte jeder Deutsche, der ein freier Mensch ist, eine Maske tragen, eine Sklavenmaske. Und jetzt verschenken sie die überschüssigen Masken und die Atemgeräte wieder ins Ausland und all das von deutschen Steuergeldern. Und nochmal, hast du eigentlich was zu tun mit der Veranstaltung hier? Oder kommst du hier nur her, um uns andere Leute abzuhalten? Ja, ich fühle mich gestört von Ihnen. Wir können auch woanders hingehen. Wir kommen nicht, hier ist so viel. Ja. Ich habe den Eindruck, du bist nur hier, damit du andere Leute... Komm, ich hab hier gerade ein Interview. Geh mal weg. Alter, du bist bezahlt von irgendjemandem dafür. Geh mal weg. Und dann redest du ein komisches Zeug. Geh mal weg. Und dann tust du so, als ob du hier dazugehörst. Geh mal weg. Du enttarnst sie mit deinem Verhalten. Ich habe einen Hut auf und dieser Hut hat ein Radar drin, der mir sagt, wer V-Mann ist und wer nicht V-Mann ist. Und siehst du, wie mein Hut gerade vibriert bei dir? Siehst du diesen Hut? Habe ich dich gefragt, ob du den Hut siehst. Ich trage diesen Hut nicht aus modischen Gründen, wie man auch offensichtlich sieht. Ich trage diesen Hut, weil er ein funktionaler Hut ist. Und dich habe ich gefragt, ob du gefickt hast heute schon. Du hast heute schon gefickt, ich sehe dir das an. Ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Ja, dann geh doch weg, wenn du nicht mit mir reden willst. Dann geh mal weg, komm. Okay, geh einfach. Wie ist die Stimmung bei den Corona-Demonstranten? Zicke-Zacke. Das ist hier übrigens kontrollierte Opposition. Kontrollierte Opposition. Der Mann ist eben gerade, habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, von Angela Merkel, die verkleidet als eine Schwedin ist, schwedische Zigeunerin da hinten, hat ihm gerade ein paar Scheine zugeschickt und jetzt ist er hier und komischerweise macht er mich an. Und du sagst mir jetzt endlich, ob du schon gefickt hast. Ich habe ja die Befürchtung, dass der Typ, der immer sagt, super, Attila, das ist super, dass der gleich kommt und dem Typen einfach eine Kopfnuss kippt. Oder dass der, also wirklich, der Typ ist halt so bescheuert, der holt auch einfach eine Waffe raus, erschießt. Ich wäre nicht überrascht, wenn das, also wenn das, also ich wäre nicht überrascht. Ja, wenn der hier Schwangere ist das genau der richtige Impfgegner und Corona-Leugner. Das ist der Ort, wo ich schwangere deutsche Frauen sehen möchte. Ne? Was Deutschland braucht, sind ungeimpfte deutsche Kinder, sage ich immer. Ne? Nur so kriegen wir Preußen irgendwann wieder.
gerne aber tatsächlich nochmal wissen, inwiefern das für euch vertretbar ist. Ihr redet immer von Frieden und Nächstenliebe. Ja. Inwiefern ist das vertretbar mit Menschen, die tatsächlich eine andere Gesinnung haben, die vor 60 Jahren noch aktuell war, also auf die Straße zu gehen und mit denen gemeinsam, also mit Reichsbürgern, mit Nazis. Wie können Sie dahinter stehen? Also erstmal ist es so, dass wir aktuell einen Feind haben, der... Richtig. Anonymous spendet 3,33 Euro. Gute RTL-Frau, wurden Sie schon staatsmännisch entkorkt? Ich frage für meinen Freund Dr. Drosten bezüglich der Impfung. Die gesamte Bevölkerung und alle Völker dieser Welt versklaven möchte. Für diese Feinde sind wir Insekten. Und es ist so, dass ich Osmane bin, der in Deutschland aufgewachsen ist. Ich werde mir ganz sicher nicht diese Nazi-Keule überbraten lassen, denn ich stehe für das Vaterland ein und vor allem für die Freiheit. Also für Osmanien oder wo? Deutschland hat eine Geschichte, die ist umstritten, aber das heißt nicht, dass sich jetzt nicht alle Völker vereinigen können, um eben gegen diesen Feind zu kämpfen. Und dieser Feind möchte uns wirtschaftlich alles wegnehmen, der möchte uns enteignen, der möchte uns unsere Kinder... Die Auflage sagt nur, dass mit AMS, richtig, Deutschland immer noch ein bestattetes Gebiet ist. Karl Dönitz hätte den Friedensvertrag nie unterzeichnen dürfen. Das war nämlich der entscheidende Fehler damals. Da hatte der Führer hätte sich trotz seiner ekelhaften letzten Tagen für den treuen Heinrich entscheiden sollen. Der treue Heinrich, der hätte niemals kapituliert. Der treue Heinrich! Heinrich, mein Guter! Heinrich, komm zurück! Heinrich! Der Dönitz. Scheiß. Dass der die Scheiße unterschrieben hat und nicht mal im Auftrag vorgeschrieben hat. Die dumme Sau. Kinder wegnehmen, wenn die einen ersten Anfall von Schnupfen haben und in Corona-Lager bringen. Dieser Feind ist satanisch und es ist aktuell gefragt, dass jeder, der in Deutschland lebt... Können wir nicht einfach umdrehen? Guck dann in die Richtung, weil du hast doch mit uns gar nichts zu tun. Deswegen zisch doch einfach ab jetzt. Nee, möchte ich nicht. Ja, zisch ab jetzt. Nee, aber komm, dreh dich doch einfach mal um. Guck doch ich drehe mich gar nicht um. Ich habe hier einen Aufruf gemacht für die Demo. Du bist ein echt cooler zisch Kerl, aber bitte ab. Hab jetzt mit zisch, unseren Inhalten, hast du nichts am Hut, zisch gar nichts einfach. Am Hut. Ja, weil die kontrollierte Opposition... Guck doch mal da hinten hin. An welcher Bewegung sind Sie denn? Ja, richtig, weil Sie ja kontrollierte Opposition sind, jetzt verpiss dich. Entschuldigen Sie bitte. Von welcher Bewegung sind Sie denn? Wir protestieren gegen die Maßnahmen. Und ich nicht, oder was? Nee, und warum bist du Du machst Alarm und machst irgendwie ja. Hitler oder was du da schreibst. Ach, komm, oder Tisch ab, Tisch ab, Tisch ab, einfach Tisch ab. Was will ich an? Tisch ab hier. Ich hab dir das jetzt zweimal gesagt, wir haben jetzt ein Interview, Tisch ab hier. Genau, jetzt dreht euch doch mal um in die Richtung. Ja, dann drehen wir uns jetzt um in die Richtung. Dann verpisst du dich hoffentlich. Scheiße, Mann. Mein Kaiser lässt sich einfach von so einem Hippie da wegdrängen. Was soll das denn? Ich dachte, du fängst eine Kugel ein für Deutschland. Und dann lässt du dich von so einem Hippie da wegreden, oder was? Tschüss. Der hat gerade hier noch eine Falafeltasche gegessen in Friedrichshain. Wie ich schon eingangs gesagt habe, das sind alles Satanisten. Und das erkennt man auch daran, dass die Zahl des Tieres in eigentlichen Quersummen, Zugehörigkeiten auch relativ eindeutig mit Angela Merkel in Verbindung gebracht werden können. Und wer das nicht kapiert, der sollte echt mal ein bisschen auch selber recherchieren. Also letzte Frage. Ja. Was wäre denn jetzt? Wir waren auch gerade dabei mit... Du antwortest ja nicht auf meine Fragen. Also ruht ja immer ewig aus. Also ich meine, das ist ja genau das gewesen, was jetzt sein Problem war. Ja. Er ist auch gegen die Maßnahmen, da habt ihr beide was gemeinsam. Ja. Aber er ist gegen Nazis, er ist gegen Reichsbürger, er ist gegen dieses Faschistoide, was tatsächlich ja, gegeben ist bei manchen Menschen mit einer bestimmten Gesinnung. Ja. Wie kann das sein? Wir sind raus aus diesen Zeiten. Also die echten Faschisten sitzen hier 200 Meter entfernt vor das BRD-Merkel-Regime, die jegliche freie Meinung aktuell unterdrückt. Richtig, und das sage ich, während ich hier ein RTL-Interview führe. Und deswegen muss man sagen, dass auf einer Demonstration, wo ich meine Meinung äußern darf und protestieren darf und auf dieser sogar noch interviewt werde, werde ich auch hier meinungstechnisch eingeschränkt von
den Faschisten da drüben, die höchstwahrscheinlich mit dem Chef-Virologen Pinocchio drösten und auch höchstwahrscheinlich ein paar Juden, ich sag's jetzt einfach, da hinten im BRD-Bunker sitzen. Die Facebook-Kommentare löscht, die YouTube-Kanale löscht, die Menschen von Instagram löscht, das ist der echte Faschismus. Und die Menschen, die vor den Reichstag demonstriert sind und... Richtig, jeder Mensch, der auch nur eins und eins zusammenzählen kann, der weiß doch, dass Instagram dem BRD-Merkel-Regime gehört und auch YouTube. Hinter all dem steckt doch Angela motherfucking Merkel. Wann ist sie denn Kanzler geworden? Sag's mir. Na? Kanzler, sowieso, eine Frau, Kanzler. Wie? Und zwar friedlich und da weggeprügelt wurden. Das sind keine Faschisten. Das sind diejenigen, die gegen Faschismus einstehen. Wir sind hier mittlerweile in einem linksfaschistischen Staat angekommen. Als der Sturm auf den Reichstag. War es aber nicht. Ja, aber so wurde es angekündigt. War es aber nicht. Was erinnert Sie das denn? An einen Freiheitssturm. Nö, war ein Freiheitssturm. Ein Freiheitssturm. Nö, Lüge. Also ich kenne nur ein Regime aktuell und das ist das BRD-Merkel-Regime, das 15 Jahre dafür Lüge. Gesorgt hat, dass Deutschland wirtschaftlich ausblutet, dass sie verkauft werden an China, an eine Pharma-Mafia und an... Richtig, seit 15 Jahren blutet Deutschland unternehmerisch aus. Herr Hildmann, wann haben Sie eigentlich die Millionen gemacht, die Sie unter anderem zum Erwerb Ihres sehr teuren Porsche GT3 benötigt haben? In den letzten 15 Jahren. Die Europäische Sowjetunion. Die echten Faschisten sind die Linksfaschisten, die seit 75 Jahren auf Patrioten zeigen mit dem Finger und sagen quasi, das sind Nazis. Diese Keule braucht man einem Osmanen mit einer Hakennase hier gar nicht überbraten. So weit sind wir gekommen nach 75 Jahren. Schreckensherrschaft, Fremdbestimmung, dass sogar Türken als Nazis beschimpft werden. Ihr solltet euch mal alle schämen dafür, dass die Menschen, die fürs Vaterland und für Deutschland einstehen, gleich eine Nazikeule überbraten. Richtig. Wo sind wir denn hingekommen? Ja, wer Hand in Hand mit einem Nazi auf einer Demo steht? Jemand, der eine Kaiserreichflagge von 1871 zeigt, ist kein Nazi. Schwarz, Weiß, Rot sind die echten Farben. BRD, Schwarz, Rot, Gold sind die Besatzerfarben. Du Richtig. Solltest mal ein bisschen Geschichtsunterricht machen. Richtig. Ihr Lügner. Was ist denn die perfekte Attila-Hildmann-Welt? Also, ich meine, Corona ist ja jetzt eine dankbare Bühne für. Ihr Hetzer, unglaublich. Meine perfekte Welt, für die arbeite ich seit 20 Jahren. Da ist die Pharma-Lobby nicht so mächtig, da gibt es keine Tierversuche mehr. 3 Millionen Tiere sterben jedes Jahr in deutschen Laboren. Dem wird der Kopf aufgeschnitten und die Augen verätzt. Da gibt es keine Mainstream-Lebensmittel in den Supermärkten mehr, die voll sind mit Farbstoffen und Aromastoffen und Emulgatoren. Da gibt es Biolandwirtschaft, da gibt es Gerechtigkeit, da gibt es Freiheit, Meinungsfreiheit. Und da gibt es nicht den Verkauf des Deutschen an eine Pharma-Mafia, an Bill Gates und die NWO von Rothschild. Das ist meine perfekte Welt. Frieden und Freiheit. Und ihr könnt noch so viel hetzen. Das Bild, das ihr seid mir vor 5 Jahren in den Arsch gekrochen, wo ich jeden Tag im Fernsehen war, wo ich 4-mal bei TV Total war, wo ich 1,7 Millionen vegane Kochbücher verkauft habe. Ich habe hier vegane Küche auf den Markt gebracht. Du hast auch noch mit mir gedreht hier mit diesem einen Model. Jetzt habt ihr euer scheiß Bild, was euch irgendjemand vorgegeben hat und hetzt jetzt oder was gegen mich? Also Ich bin jemand, der in Indien dafür gesorgt hat, dass die Wilderei aufhört bei den Tigern. Ich habe 150.000 Euro an ein Tigerprojekt gegeben. Ich habe selber meine Biofirma hochgezogen. Wer hat das denn von euch gemacht? Ja, danke dafür. Ja, jetzt bin ich quasi nur noch der Nazi in deinem Kopf? Schieb dir deine Nazi-Keule sonst wohin. Die Patrioten, die für die Freiheit Deutschlands einstehen, sind keine Nazis. Danke, ich bin fertig mit meinem. Ja, ich bin auch fertig mit euch, ihr Hetzer. Wir haben das auch alles auf Tape, werden wir alles ausschreien. Ich dachte erst, wenn ich irgendwo mein Bild sehe. Du Hetzer, du scheiß Hetzer hier. Ich stell dir nur Fragen. Was denn für Fragen? Ihr gekauften RTL-Leute, die den ganzen Tag nur Scheiße produzieren. Warum klärt ihr nicht die Menschen auf endlich? Endlich. Wir machen Berichterstattung. Was denn für eine Berichterstattung? Ihr macht Propaganda. Nein, weil eure Konzernchefs sagen, dass sie bei der NWO mitmachen soll. Ihr verratet Deutschland, ihr seid die Mittäter. Weißt du was, dieser Krieg wird heute nicht mit Gewehren oder Panzern geführt. Das hier, diese Kamera, das ist das... Man sieht aber eindeutig, dass in der kompletten nationalen Bewegung die Schweißzufuhr in hitzigen Situationen fließend ist.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von Attila Hildmann. Also wenn ich einen Kanzler oder Kaiser wählen müsste, dann würde ich die salzig schwitzenden Krusttitten von Heiko Schrang, dem würde ich das Zepter geben. Da sage ich euch so, wie es ist. Ne? Da ist mir noch ein bisschen zu wenig Verbindung auch zur Brustmuskulatur hier. Da kann man sich noch ein bisschen anstrengen. Das Gewehr, die Kamera ist die Waffe und das hier sind die Soldaten der NWO, weil sie von morgens bis abends das deutsche Volk anlügen. Ich bin fertig, ciao. Ach, eine Sache will ich dir noch sagen. Warum habt ihr nicht darüber berichtet, wie... Eine Sache will ich dir noch sagen. Und da musst du jetzt auch antworten. Hast du jetzt heute gefickt oder nicht? Ich muss das wissen, ob du heute gefickt hast. Ich muss es wissen. Sag's mir jetzt. Schwangere Frauen weggeprügelt wurden auf der Demonstration. Ja. Wie wehrlose alte Männer weggeprügelt wurden von der Stasi-Polizei. Darüber Stasi-Polizei. Hat sie nicht berichtet. Sie sagt, sie macht Berichterstattung. Macht sie nicht, sie macht Propaganda. Wenn diese Schmiermedien mal ehrlich recherchieren würden, die glauben doch nicht an diesen Corona-Wahnsinn. Recht hat Attila Hildmann. Top! Stefanie schreibt, ein Mann der klaren Worte. Top! Nur so kann man noch reden. Anders geht's nicht. Klare Worte. Der hat einen klaren im Kopf, Alter. Das ist aber auch alles, was der mit klar am Hut hat. Paul Zendo. Da kann man nur ein eiskaltes Deutsche öffnen und dazu nur ein Wort. Chapeau. Was für ein Dorftrottel reißt dort dazwischen seine unmaßgebliche Störerklappe auf. Sehr guter Deutscher. Eins guter Deutscher. Guter Deutscher, 5 Sterne gerne wieder. Ja. Sehr guter Deutscher.